Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Ghostwire Tokyo. Ja, toll, ganz großes Kino. Beim letzten Mal. Beim letzten Mal haben wir weiter Tanuki und Graffiti gesucht. Und dieses Mal machen wir weiter damit. Ich habe jetzt aber. Diesmal habe ich echt keinen Bock, in so eine Parade zu marschieren. Deswegen gehe ich der tatsächlich mal aus dem Weg. Ja, wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Durch die schwammige Mechanik bin ich das letzte Mal hier abgerutscht von dem Gebäude. Ich wollte da eigentlich nicht runter. Das ist leider auch ein Punkt, den ich bemängeln muss. Steuerung und Mechanik sind hier in dem Spiel teilweise sehr, sehr schwammig. Ich sehe halt auch echt nicht den Punkt, wo kann ich einen Tengu hinbeschwören und wo nicht. Angeblich auf flache Dächer kann ich beschwören. Alles klar. Geht nicht, geht nicht. Geht nicht. Die Reichweite, die ist auch sehr, sehr undurchsichtig. Bis wohin ich einen beschwören kann und wohin nicht. Ich habe nach vorne gedrückt. Habt ihr gesehen, wie hart ich mich gedreht habe? Ich habe einfach nur nach vorne gedrückt. Sowas sind halt Dinge, die ich bemängle. Da drüben sind noch Geister. Und da in der Luft hängen noch Geister. So, die Geister müssen wir natürlich auch einsammeln jetzt. So, was suchen wir nochmal? Graffiti, genau. Und? Eine Jizo-Statue, genau. Von dem Schreiner. Da bin ich ein bisschen draußen. So, das ist der Schrein. Versuchen wir es nochmal in die Richtung. Ups. Falsche Taste. Ach, das ist so ein fetter Wichser. Okay, ich befürchte, auf dem Gebäude da rechts ist was. Lass mich mal auf die Karte schauen. Ja, Tatsache. Ich hab die Karte noch offen, ehrlich gesagt. Ich glaube, du bist eben nicht rüber geguckt. Zumindest nicht direkt. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass das Gebäude hier doch noch auf der Karte verzeichnet ist. Ach, da ist ein behindertes Kind. Okay, sterbt.
Armleuchter. Nee, ich habe gerade tatsächlich geguckt, ob das Gebäude hier auf der Karte da rechts noch verzeichnet ist. Hab jetzt dann mal geguckt, wo das Graffito ist. Weil das mit den großen Gebäuden hier stresst mich halt auch, ehrlich gesagt. Weißt du, wenn es so Straßen sind, durch die du gut durchgucken kannst und so, ne, das ist eine Sache, aber wirklich diese unnötig großen Gebäude, das stresst mich. Jetzt weiß ich auch, dass hier oben was ist. Und also ich weiß, dass hier was ist und vermutlich ist es ganz oben. So wie ich das Spiel kenne. Also einmal nach ganz oben laufen. Ja, ich weiß schon. Kam man hier nicht irgendwie ins Gebäude rein, zu einem Aufzug oder so? Weil hier ist halt Sense. Wobei, ich kann nicht hier rauf, ich kann nicht hier rauf, sehr schön. Einmal hier rauf und einmal hier rauf. Schönen Balkone abklappern. Spook. Also der Swoop-Skill ist halt wirklich Gold wert. Ja, so kannst du das Spiel echt nicht ohne spielen. Und da ist es, Graffito. Kawaiina. Na, ist da ganz oben noch irgendwas? Wo ich schon einmal hier bin, können wir da auch einmal ganz hoch gucken. Wenn man dann einen Ansatzpunkt findet. Warte mal. Das ist ein ganz komisches Geräusch gerade gewesen. Stein. Okay. Sehr komisch. Ja, gut, dass ich ganz hier hochgegangen bin. Da war auch ein Schlüsselsymbol bei, also scheint ein wichtiger Gegenstand gewesen zu sein. So, wo sind wir denn gerade auf der Karte? Da. Wo geht der Schrein lang? Da. Auch interessant zu sehen, wo der Nebel lang geht. Ich will so gerne in den Pool einen Slam Dunk machen. Ich glaube, ich hätte. Nee, ich treffe den Pool. Oh shit. Oh shit. Oh shit.
Ups, der ging aber voll daneben. Aber hier sind Geister. Oh lol, hier ist auch ein Graffito. Ich habe mich nur daran erinnert, dass das Zeug hier ein Pool ist. Ich wollte da einfach nur einen Sprung reinmachen. Oh shit! Da sind noch mehr Geister. Wow. Okay, setzt übrigens meinen Bodenschlag und sämtliche Skills aus dem Gefecht. Da sind noch mehr Geister. Sehr schön. Hallo. Mitkommen. Danke. Da drüben sind noch Geister. Hier rechts sind noch Geister. Eingraviert und die Jizo-Statue sind es noch, ne? Da. Ah ne, Aufzeichnung und die Jizo-Statue. Okay, das ist gut zu wissen. Aufzeichnungen sind nochmal was anderes als Graffiti. Trotzdem bräuchte ich die Jizo-Statue. Ich glaube, ich bin auch schon wieder aus dem Gebiet raus, oder? Ah ne, gar nicht. Ich habe mir was anderes markiert. Aber doch, ich bin ziemlich aus dem Gebiet. Geht bis hier runter. Dann gucken wir mal runter. Warum sind abgerissene Hemden? Schon wieder so eine blöde Stelle. Ich weiß nicht, wo ich hier irgendwo Aufzeichnung finden soll. Aber dafür sind da vorne Pfeile. Ist doch auch toll. Ah, das sind eventuelle Aufzeichnungen. Nee, ein Talisman. Shit. Ah, wenigstens ein paar Pfeile mitgenommen. Da ist eine Kabeltrommel. Alles bunt sein und leuchten. Oh. Aua. Muss mal anders hinsetzen. Ich krieg Kreuzschmerzen gerade. Sicher rechts auf der Karte. Irgendwo die Aufzeichnungen leuchten. Hier auf der Karte die Aufzeichnung. Aua. Ich will jetzt eigentlich nicht explizit danach suchen, aber. Sagt mir die Karte da. Ah! Ah ne, die habe ich schon. Hm.
Da haben wir was. Und wo soll das zweite sein? Das ist das Gebiet hier. Also hier sind einmal KKs Aufzeichnungen. Ah doch, ja da. Dann gehe ich mal zum Verkaufsstand da. Eventuell verkaufen die KKs Aufzeichnung. Es sind einmal welche in der Nähe des Schreins hier. Und einmal sieht es zumindest aus, als wären da welche beim Verkaufsstand. Ah, ich telefoniere mal eben nochmal ein paar Geister weg. Ja, ein paar Gäste fehlen noch. Aber ich sehe da jetzt unten links auf der Karte das Symbol. Das dürften die hier beim Schreien irgendwie sein. Von der großen Karte, das was ich da gesehen habe. Ja, ich guck mal zum Verkaufsstand, weil die habe ich sehr unterschätzt und sehr vernachlässigt. Eventuell sehen wir da dann tatsächlich die nächsten Aufzeichnungen. Vielleicht nicht so ein Kappa-Dämon? KK, uzuzu してるんじゃない? Oh, wakaru ga? その通りだよ。Und runter. Yakisoba. Ah, mehr hast du nicht. Okay. Dann sind hier nicht Kekes Aufzeichnung. Aber ich suche den Standort. Es ist ein riesiges Gebiet. Was ist das für ein Schrein? Kuo-Schrein. Kuo-Schrein. Kekenotes. Okay, und was hier mit dem Kuhschrein? Ah, to Kuhschrein, then go down the steps toward a small payphone. Some red chairs. Also ich muss in den Untergrund. Oder was? Nee, das ist da oben. Ah, aber die Katze hier, die soll wohl noch was verkaufen. Was? Da, KKs Aufzeichnung. Gut. Das Geheimnis der unsichtbaren Katze. Aber dann haben wir auch noch ein paar Skillpunkte bekommen. Sehr schön. Was haben wir hier? Okay, das ist
ist gut. Nehmen wir das hier mit. Okay, dann haben wir das. Aber die Jizo-Statue, die würde ich tatsächlich regulär suchen. Aber das ist halt die Sache mit den Katzen, ne? Die Jizo-Statue würde ich ganz ehrlich hier unten irgendwo suchen. Das ist das Problem mit den Katzen. Dass ich die Verkaufsstände einfach nicht so auf dem Schirm habe. Da sind die schon wieder. Also ja, da finde ich es tatsächlich gerade langsam legitim, dass ich gucke, wo die Sachen sind. Weil bei Katzen gucke ich halt nicht so in den Shop rein. Nee. Bis wohin lädt das Gebiet aus? Ja, hier ist auch schon langsam Sense. Da oben gerade Gegner gesehen? Ja. Das war genug. Genug, um mir gehörig auf die Nerven zu gehen. Slam die Katze! Oh, wir sind schon wieder drüber. Hups. Ja gut, dann bedanke ich mich an der Stelle mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.